Recht herzlich willkommen zur 157. Folge von Simotrans. Ja, der Michael Friedrich hatte mir geschrieben, ich soll doch mal, wenn ich die Linien umbaue, was standardmäßiges produzieren. Also es heißt, er sagt, wir sollten mal maximal 10 Haltestellen für den Bus nehmen, von A nach B, von B nach A, von A nach C, von A und ne, so weiter, D, A, E, A, F, A. Aber ich würde F4 setzen und diesen hier nicht nehmen. Das wollen wir ja hier sowieso umbauen. Dann können wir das auch mal so umbauen, wie er das gesagt hat. Das soll sich effektiv ja lohnen. Wie man sieht, hier 0 von 92 Fahrgästen. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Redenburg, touristische Ziele fährt er ja sowieso noch weiter. Aber wir haben Stadtbus Redenburg doch auch noch, oder? Vertue ich mich da jetzt. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Ein Bus und ein Postauto, sagt er. Sollte da drauf sein, mehr nicht. So, dann gehen wir mal auf die Linie und gucken mal, was Stadtbus Döbeln so sagt. Gibt's den denn? Nicht Döbeln. Redenburg. Den gibt's mir nicht. Das ist immer noch Redenburg touristische Ziele. Redenburg Floto. Das ist Schiffslinie, okay. Also dieses ist der. Und dann würde ich sagen, können wir den dann umbauen, wenn wir das andere fertig haben. Wir machen aber erst eine neue Linie. Und zwar, nee, das war Eisenbahn, das ist der PKW, neue Linie. Und dann geht das los. Von hier nach hier, 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 nach hier und dann wieder nach da. Den nehmen wir nicht mit, weil das machen die touristischen Ziele dann. Das lassen wir mal so. Gut, das ist die Linie. Machen wir fertig. Läuft, ne? So, und dann packen wir von dieser Linie einen Bus da drauf, ne? Ach, der ist im Depot sogar hier. Gut, dann schmeißen wir den auch gleich runter. Und haben wir die letzte Mal schon angepackt, dass die im Depot sind? Nee, ne, oder? Die beiden fahren da jetzt. So, das heißt, wir nehmen... Ah, da ist jetzt alles beides voll. Nehmen da einen runter. Machen da nicht laden. Dann bringt er das erstmal weg. Der bringt sowieso alle gerade zum Rathaus. Passt dann, oder wie sehe ich das? Die neue Linie haben wir jetzt noch nicht umbenannt, ne? Auch cool, oder? So, die... Wie hieß sie denn noch? Mimi hieß sie, glaube. Die hatte mir ja geschrieben, ne, dass man den, mit einem Doppelklick das dann da hinkriegt. Ne? Und wir nennen das jetzt aber Stadtbus Redenburg. Und dann passt das schon mal. Und der hier bringt hoffentlich jetzt mal die 17 Säcke Post weg. Ich glaube, jetzt ist er da auf dem Weg hin, ne? Bitte einmal entladen. Okay, da war noch einer am Weg, ne? So, jetzt hat das. Und jetzt kriegt er hier den Stadtbus Redenburg. Da. Kann mal schließen und darf auch wieder laden. So, der fährt schon mal richtig. Stadtbus Redenburg. Und jetzt haben wir Redenburg touristische Ziele hier. Und jetzt sind wir mit dem Bus unterwegs, der dann nicht laden soll. Aber warte mal, den lass mal gerade fahren. Das erübrigt sich mal gerade. Wir wollen nämlich da gar nicht so einen draufsetzen. Sondern hier ist das Depot. Wir haben ja festgestellt, dass dieser Bus viel effektiver war, ne, oder? Und der geht auf die Linie Stadtbus Redenburg. Und starten. Ja, wir sollten ihn aber angucken, was er denn so macht, oder? Das ist der falsche. Da ist er. So, die beiden fahren da.
Ach so, und dann haben wir die anderen natürlich noch da drauf. Der war verkehrt geklickt. Da müssen wir die Linie bearbeiten. So, Riedenburg, alter Friedhof. Das ist hier, ne? Ja. Quack. Linie ändern. Alter Friedhof. Löschen. Walnerstraße. Löschen. Löschen. Begonienstraße. Löschen. Taubenstraße. Löschen. Wagenstraße. Mittelalterliche nicht, aber Wagenstraße wieder löschen. Taubenstraße löschen. Begonienweg löschen. Walnerstraße löschen. Alter Friedhof löschen. Rathaus. Löschen wir nicht. Lassen wir hinfahren. Walnerstraße löschen wir. Begonienstraße. Taubenstraße. Wagnerstraße. Mittelalterliche löschen wir. Apollo-Tempel Kassel ist richtig. Riedenburg Südostwall. Ist das dann da unten? Ja. Bleibt. Fährt er dahin, fährt er dahin, fährt er dahin. Fährt er dahin. Nee, da fährt er nicht mehr hin. Mittelalterliche Kirche wird gelöscht. Wagenstraße wird gelöscht. Taubenstraße wird gelöscht. Begonienweg wird gelöscht. Und auch der Walnussgasse wird gelöscht. So, der fährt Rathaus zur Kirche, wieder zum Rathaus, dann zum Apollo-Tempel, Südostwald, Apollo-Tempel. Ich glaube, das lassen wir erstmal so stehen, wie es jetzt ist. Das machen die beiden dann, ne? Der und der sind beide diese, okay. 48 Passagiere. Jetzt muss man nur gucken, ob da einer nachher reicht. So, er hat 3, er hat 21. Dieses können wir erstmal schließen und jetzt ist das so, wie der Michael gesagt hatte, dass wir das so machen. Läuft erstmal, ne? Passagiere. Wo sind die dann? Also hier oben ist er. Fährt jetzt gerade wieder los. Nach Riedenburg-Taubenstraße. Die war da. Gut, läuft, oder? Apollo-Tempel, 73 Leuten auf dem Rückweg und 85 auf dem Hinweg. Aber der fährt zur Kirche. Der zum Rathaus. Das ist der. Er hat noch die 13, fährt jetzt gerade den Bushaltestelle an. Ach, hier oben sehe ich gerade. Haben wir ja noch was auszubauen, ne? Das war letztes Mal noch nicht, kann das sein? Gut, ist nicht schlimm, können wir ja machen. 50er Straße ist das. Wir haben hier. Eins, zwei, drei. Das bedeutet, hier müssen wir lang, ne? Und das ist da. Warte mal, wo ist denn die Post? Die ist also ein weiter. Das sollte noch passend sein. Gut. Achso, wir decken jetzt. Ja, wir hätten gar nicht das linke bauen müssen, ne, oder? Doch, der deckt das nicht ab und der deckt das nicht ab. Okay, alles klar, war doch richtig. Zwei Bushaltestellen mehr da also. Der da. Passt und der Postkasten kommt jeweils dahinter. Läuft, ne? War noch woanders was? Ne, ne? Das ist schon alles passend abgedeckt, ne? Ja. So, das bedeutet jetzt, dass wir dann nochmal sowas bauen müssen. Und wir nehmen dann die Kirche da mit rein. Machen dann eine neue Linie. Also hier haben wir 9 Passagiere, die jetzt gerade hier, wo ist er, da lang fahren. Die setzt da ab, ne? Und 0 fahren wieder mit. Schade.
So, neue Linie. Warte mal. Stadtboss, Redenburg. Nennen wir das West. Und neue Linie machen wir dann von da nach da nach da. Hält er trotzdem richtig an, naja. Nach da nach da und dann nach da. Läuft, ne? A, B, C und D, E und F fehlen noch. Kommt bestimmt auch mit der Zeit. Können wir schließen. Stadt, Bus, Riedenburg, Ost. Schuss, passt. Können wir schließen, können wir aufrufen, können wir ein Postauto draufsetzen. Riedenburg West. Riedenburg Ost. Starten. Bus. Aber der ist ja jetzt ausgewählt hier oben. Riedenburg Ost. Starten. Läuft. Postauto müsste das sein. Und Bus ist der. Haben wir auch erwischt. Super. Die fahren jetzt beide da lang. Den können wir schließen. Er macht hier Minus. Und er macht leicht Plus. Und da wissen wir das noch nicht. Ja, er macht 8,30 Euro Plus. Er ist tatsächlich voll, ne? Fährt jetzt dahin, Südostwald. Oh, hier oben sind Wasserfahrzeuge verfügbar. Hier unten nicht, hier oben. Da müssen wir mal gucken, dass wir das da gleich in Angriff nehmen, was da machbar ist. Weil da fehlen uns ja irgendwelche Fahrzeuge, ne? Können Sie auch hier oben mal nachgucken, ne? Holzfrachter, Rabenau ist nun verfügbar. Wasserfahrzeug MS Stolzenfels ist nun verfügbar. Schienenfahrzeuge. Wird nicht mehr, 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 wird nicht mehr. Okay. Okay. Das sieht nach einem guten Schiff aus. Dann können wir vielleicht was ablösen, ne? Und er hier. Ja, der sieht so aus. Auch ein cooles Schiff bestimmt. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Da müssen wir gleich, oder nicht gleich, sondern in der nächsten Folge, denke ich mal, machen wir das dann. So, wie sieht's aus? Er fährt 120 Miese ein, er fährt Plus ein, die Post. Er ist im Plus, er ist im Minus. Was haben wir für Zeit? Ah, wir haben gerade Januar, okay. Dann können die auch mal Miese fahren, ne? Weil fängt gerade mit 0 an. Dass er dann 30 Plus hat, ist ja schon cool, oder? Und er hat 660 plus. Und er ist gerade beim Tempel gewesen. Hat aber nur noch 19 Fahrgäste. Ja, sieht so aus, als ob da zwei Busse zu viel sind, ne? Er fährt gerade am Bahnhof ran. Am Umsteigebahnhof, oder wie soll man das nennen? 28 nimmt er wieder mit. Fährt jetzt nach zur Kirche, nicht nach. Hat Plus. Fährt zur Kirche raus. Ja, da kommt ja vom Tempel hier. Und hat nur 19 Passagiere. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Aber die Kirche können wir da ja rausnehmen eigentlich, ne? Das nächste ist, Kirche wird ja jetzt doppelt angefahren. Das nächste ist, dass wir dann den Bus ändern, oder? 9 Passagiere fahren jetzt von der Kirche aus zum Rathaus. Schwierig. 37, 260, plus, 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 nicht plus. Das sieht nicht gut aus. Da oben rote Zahlen, da links, naja, eine rote Zahl, der Postbus, der geht da.
Postbully ist es ja eher. Er fährt auch relativ gute Kosten da durch die Gegend. So, unten rechts sind wir noch nicht mal in die schwarzen Zahlen gekommen. Unten links schon. Also hier. 92, er ist jetzt voll. Fährt aber raus. Er fährt zur Kirche. Die Kirche müssen wir rausnehmen, das bringt so nichts, ne? Weil die wird ja auch von dem anderen angefahren. Das macht gar nur unsinnig, ist das ja nur. Redenburg, touristische Ziele waren das, ne? Da sind sie. Fährt zwar eine rote, eine grüne Zahl da, aber die mittelalterliche Kirche können wir rausnehmen. Und dann nur noch zum Tempel gucken, was daraus wird. Und dann ist die Frage, ob beide da fahren müssen. Aber wie wir sehen, ist der voll. Der fährt gerade raus. Hier rot, da rot. Den können wir schließen. Hier rot. Ja, da sind wir noch mit schwarzen Zahlen gerade so unterwegs, ne? Aber das wird sich gleich erübrigen. Er hat keinen einzigen Postsack mit. Zum alten Friedhof raus. Da sind dann keine Postsäcke, sondern Leichensäcke, die er da mitnimmt, ne? Ein. Und jetzt fährt er gerade miese. Ja, lohnt tut sich das hier alle nicht, ne? Was wir jetzt gemacht haben, oder wie sehe ich das? Der einzige, der sich lohnt, ist dieser gerade. Obwohl, der hat jetzt 500 plus. Und das sind die touristischen Ziele, ne? Hat 92 abgesetzt und nimmt 84 mit. Das ist schon eine Nummer. Gucken, was er hier macht. €8,34 da unten links. Jetzt miese. 327. Apollo-Tempel verdient gerade. Hm, 14, miese. Ein Postsack dran. Er bekommt 30 dazu. Fast zwei Drittel, sagen wir mal. Hier 92, 607. Hier ist noch Plus. Der kommt auch bald an. Das reicht bei dem. Hier 255. Ist jetzt bei den touristischen Zielen angekommen gewesen, ne? Fährt aber noch die zweite Runde, okay. Also da wird er gerade nicht geladen haben, weil das macht er erst auf dem Rückweg, ne? Würde ich mal sagen. Jetzt macht er eine Entladung. 241, so dolle war es nicht. Und nimm nur 9 mit. Mal gucken, was er auf der anderen Seite kriegt. Okay, er hat hier 1000 plus gemacht und hat 73 drin, ne? Oder macht knapp 1000 plus. Hier sind wir 200. Jetzt gibt's wieder ein paar Gäste. 28. Ich glaube, einer ist zu wenig, aber zwei. Naja, vielleicht rechnet sich's gerade so. Also der fährt gleich wieder miese ein, das sieht man jetzt schon. Und er hier. Naja, der hat, ne? Genug Fahrgäste dabei. Der rechnet sich. Der subventioniert den. Schlecht, schlecht, schlecht. Geht so. Drei Sack Post hier. Wie viele Postwagen sind denn hier eigentlich drauf unterwegs? Haben wir gar nicht geguckt, ne? Einer, okay. Und der fährt ein Plus ein. Okay, dann brauchen wir den nicht weiter beobachten. Das sieht wohl gut aus. Ja, er hat jetzt gerade abgeliefert, aber bringt nichts. Ne? Fährt auch mit keinem Postsack wieder zurück. Ja, 7 Fahrgäste. 0, 0.
28 immer noch. Er fährt gerade mit 73 raus. Ist jetzt nicht so prickelnd. Also das sind wenige Miese, da kann man auch mit leben, ne? Aber hier, das ist jetzt nichts Tolles, ne? Der fährt jetzt auch mit 2 nach der Wagnerstraße. Auch nichts Tolles. Vielleicht wächst es aber mit der Zeit dann besser, wenn das man das so gemacht hat. Meint der Michael ja. Schauen wir dann mal an, ne? Hier, er macht gut Zahlen hier. Ist er jetzt beim hinteren Bereich gewesen? Ich glaube ja, ne? Jetzt fährt er zum vorderen Bereich noch. 6 hat er hinten eingeladen und vorne. Na, wie viel kriegt er? Ist auch nicht der Rede wert. Jetzt müssen wir gleich gucken, wie viel er im Hauptumschlagsbahnhof kriegt zum Mitnehmen. Ja, hier gab es 4. Da kannst du auch keinen. Ja, wie sagt man? Keinen Gewinn. Weiß ich auch nicht, wie das jetzt heißt. Gibt es auch so einen Spruch. Hier ist alles schlecht. Wollen wir nicht weiter gucken. Hier wieder keine Postdecke dabei. Er fährt noch. Und hier müssen wir gleich gucken, was er da hinten für Gäste hat. Und dann können wir vielleicht sogar einen runternehmen. Er fährt mit einem dahin. Das lohnt gar nicht. So. Ja, müsste kurz vor der Kirche sein. Und was kriegt er hier jetzt mit? Nix. Der eine steigt aus, er fährt mit 0 rum. Also nix Dolles. Wieder nix hier. Ja, das macht alles miese gerade. Okay, und jetzt hier 16. 0 Passagiere. Also es fährt keiner mit raus. Warte mal, dann zum Depot. Dann lassen wir nur noch den fahren, wenn der gerade 0 hat. Auch wenn wir hier jetzt 1000 plus haben. Aber spielt keine Rolle, wen wir dann runterschmeißen. Dann kriegt er gleich die Fahrgäste. Da ist er gleich schon da. Passt. Gut. Kannst du runternehmen, alles ist gut. Verkaufen. Passt, ne? Erledigt. So, jetzt fährt er alleine und er macht dann jetzt die positiven Zahlen, will ich hoffen. Ja, der Rest ist nur negativ, ne? Wird immer mehr. Ich hatte ja gedacht, dass der hier wenigstens was reißt, aber mit seinen 3 Sack Post ist er da jetzt auch nicht gerade gut unterwegs. Das ist Ost, das ist West, okay. Ja. Da fährt erstmal ein Schiff weg. Mit genug Postsäcken. Ja, doch plus. Das läuft. Er hat 23 Passagiere. Er hat 18. 15 Sack Post, der kriegt sogar ein bisschen was zusammen. Und er nur einen und da ist auch nur einer. West sind mehr Haltestellen. Funktioniert schlechter wie Ost wenig Haltestellen. Oder? Kann man das so sagen? Nee, kann man auch nicht sagen. Na, jetzt gerade sieht's so also aus. So, er hat abgelegt, bringt nichts. Weiterfahren lassen kümmern wir uns nicht drum. Müssen wir die Tage mal gucken.
wenn wir hier wieder sind, sozusagen, ne? Schade drum. Aber vielleicht wird es ein bisschen dichter jetzt und dann geht das ja vielleicht auch, dass das mehr wird. Muss man mal gucken. Ja, 3 Passagiere fahren raus. Nix Dolles. Keine Post hier drinne und 7 Passagiere, ist halt so. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und auch darüber, wenn ihr einen Daumen hoch für die Folge geben würdet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.